Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es die nächste Ausgabe der 5 Minuten RAW Challenge. Ihr könnt mir immer wieder Bilder zuschicken, RAW-Dateien, und ich werde dann 5 Minuten Zeit haben, um die zu bearbeiten. Und heute gibt es die nächste Folge davon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du selber mal mit dabei sein möchtest bei dieser 5 Minuten RAW Challenge, dann schreib mir einfach eine E-Mail bzw. schick mir dein RAW-Bild. Am besten über WeTransfer und dann an info@schaeferphotography.de. All das steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mir da immer wieder neue Bilder zuschickt. Wir machen heute weiter mit 2 neuen Fotos. Ich werde jetzt die hier einfach mal bearbeiten und habe hier 2 ganz unterschiedliche Bilder dieses Mal. Einmal eine Stadt bei Nacht, ja, das ist ja eigentlich so mein Spezialgebiet, also das ist so das, wo ich mich wohlfühle. Aber dann habe ich auch ein Foto mit dabei, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, und das ist Wildlife-Fotografie. Ja. Und ich bin da echt mal selber drauf gespannt, wie ich das bearbeiten werde, und ich hoffe natürlich auch, dass ihr da nicht zu hart mit mir am Ende ins Gericht gehen werdet, weil das ist definitiv etwas, was ich selber, ich glaube, noch nie gemacht habe. Oder vielleicht 1 oder 2 Mal habe ich so ein Foto bearbeitet. Also da bin ich selber sehr gespannt drauf. Okay, ich möchte gar nicht lange drum herum reden. Lass uns einfach mal direkt starten mit dem ersten Bild. Hier geht es um Städtefotografie. Hier geht es um Städtefotografie bei Nacht. Und ich würde sagen, los geht's. So, als erstes mal ist es schon mal sehr, sehr gut fotografiert. Das bedeutet nämlich, dass hier die Lichter, naja, es stößt so ganz leicht an im Histogramm, aber es ist auf jeden Fall verkraftbar. Und wenn ich jetzt hier die Lichter runterziehe, dann darf man nicht zu doll machen, sonst sieht das gleich ein bisschen komisch aus. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man hier noch einigermaßen überall seine Details drin hat in diesen großen weißen Stellen. Ja, also jetzt hier sieht man schon, das Histogramm schlägt nicht mehr an. Ich sehe jetzt hier auch gerade ISO 100 fotografiert, Blende 22 und 30 Sekunden. Ja, also man wollte hier wahrscheinlich das Wasser schön glatt ziehen im Vordergrund. Das ist ja auch ganz gut gelungen. Ich finde es insgesamt ein bisschen zu dunkel. Deswegen hält ich das jetzt mal so ein bisschen hier auf. Ja, dann kommt nämlich auch der Himmel hier noch so ein bisschen besser zur Geltung. Da muss man natürlich dann immer so ein bisschen gegenkontern hier, gerade mit diesen Lichtern, um die wieder so ein bisschen weiter runterzubringen, damit die hier nicht zu doll ausbrennen. Ich werde jetzt hier mal reinzoomen und einfach das Ganze mal direkt kontrollieren. Ein bisschen ausgebrannt sind sie, aber das ist auch völlig okay. Das ist auch völlig normal. Ja, wenn man hier mit einer Belichtung arbeitet, wenn man mit mehreren Belichtungen arbeitet, kann man das Ganze noch so ein bisschen gegenkontern. Aber jetzt hier mit einer Belichtung ist das vollkommen okay. Und es ist auch wirklich super und sauber fotografiert. Ja, da kann man nichts sagen. Ich werde jetzt die Lichter hier mal auf minus 80 stellen. Das ist okay. Es ist eine DNG-Datei. Von daher kann ich jetzt hier nicht auf den ersten Blick zumindest nicht direkt sehen, mit welcher Kamera das fotografiert wurde. Kann ich nachher nochmal gucken. Ich habe ja jetzt auch nicht so viel Zeit. Und ich werde jetzt insgesamt die Belichtung noch ein Stück höher ziehen. Na, ungefähr, na, vielleicht mache ich doch 2 Blendenstufen. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Okay, dann werde ich als nächstes mal gucken. Ich werde mich als nächstes direkt mal um den Beschnitt hier so ein bisschen kümmern. Der Horizont liegt fast genau in der Mitte. Ich finde aber, dass wir unten ein bisschen zu viel Platz haben. Und von daher werde ich das Ganze hier einfach mal so ein bisschen mehr panoramamäßig machen. Wird nicht jedem gefallen, aber ich denke mal, ja, so sieht es doch ganz gut aus. Das ist jetzt übrigens gerade hier genau das 16:9 Format, ist also eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Ganze werde ich jetzt hier mal so bestätigen. Ja, gefällt mir einfach vom Bildausschnitt ein bisschen besser. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Okay, ich werde jetzt insgesamt die Tiefen auch noch ein bisschen aufhellen, damit wir ein bisschen mehr Zeichnung hier noch reinbekommen. Ich denke, so sieht es schon ganz gut aus. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier noch dazu, plus 15 ungefähr. Und die Schwarzwerte werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen ins Minus ziehen. Mit gedrückter Alt-Taste mache ich das Ganze hier. Ja, dann sieht man diese Ansicht. Und sobald jetzt hier ein paar Pixel zu sehen sind, ja, hier unten fängt es jetzt an, da haben wir dann wirklich schwarze Werte, also wirklich komplett schwarz. Okay, sieht soweit schon ganz gut aus. Ich werde die Klarheit noch ein kleines bisschen nach oben drehen, so ungefähr plus 5, nicht zu viel. Ja, man darf hier mit der Klarheit immer nicht übertreiben. Ich weiß, ich sage das jedes Video wieder, aber vielleicht sind auch wieder immer ein paar neue mit dabei, die gerade das erste Video von mir schauen. Und ich sage immer persönlich, nicht übertreiben mit der Klarheit. Ich finde es auch insgesamt sehr, sehr gesättigt, muss ich sagen, das Foto. Vielleicht gehe ich hier mit der Dynamik mal ein kleines bisschen runter, weil es ist schon echt ein bisschen sehr krass. Ja, so ungefähr minus 9. Natürlich, wenn man Kontrast hinzufügt und so weiter, dann wird diese Sättigung auch immer noch ein bisschen mehr.
Von daher kommt das natürlich auch durch die Bildbearbeitung, aber da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu doll macht. Gut, dann werde ich jetzt hier noch das Bild ein bisschen schärfen. Ja, ungefähr so einen Wert von 80 gebe ich ja hier immer rein. Das Ganze wird dann noch ein bisschen ausmaskiert. Mit gedrückter Alt-Taste kann man das Ganze machen, so dass man wirklich hier nur noch die Stadt schärft und nicht mehr den Himmel oder das Wasser. So, dann gehe ich noch weiter runter in die Objektivkorrekturen. Ich werde die Profilkorrekturen noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Und ich werde, weil ich es gerade hier auf der Seite relativ dunkel finde, mal so einen kleinen Verlauf ziehen. Ich werde jetzt erstmal mit gedrückter Alt-Taste hier in den kompletten Verlauf resetten und dann die Belichtung hier einfach mal ein bisschen nach oben ziehen. Ungefähr ja, plus 0,5 ist gut. Und dann ziehe ich jetzt einfach mal einen Verlauf von links nach rechts bis ungefähr in die Mitte rein. Dadurch gleicht mir so ein bisschen die Belichtung hier noch an, weil auf der linken Seite säuft es mir irgendwie so ein bisschen ab, das Bild. Und das kontere ich jetzt so ein bisschen hier, indem ich einfach so einen kleinen Verlauf von links nach rechts reingehe. Jetzt ist das Ganze ein bisschen harmonischer, ein bisschen stimmiger. Und ja, das gefällt mir so auf jeden Fall besser. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine kleine Vignette mit dazugeben. Nicht zu doll, aber so ein kleines bisschen, einfach um das Bild abzurunden. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Dunst entfernen reingehen. Es gibt auch noch mal so ein bisschen mehr Kontrast rein in das Bild. Darf man aber auch nicht zu doll machen, weil dieses Bild halt, wie gesagt, auch schon sehr kontrastreich ist. Ja? Also da muss man immer sehr, sehr doll aufpassen. So, ich würde jetzt als nächstes noch in die HSL-Tabelle reingehen. Ich sehe auch schon, hier hat er auch schon so ein bisschen bearbeitet. Also das ist, er hat mir tatsächlich eine Datei geschickt, die auch schon so ein bisschen bearbeitet ist. Okay, meine 5 Minuten sind jetzt auch um. Habe ich ehrlich gesagt, am Anfang habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, dass das hier schon so ein bisschen bearbeitet ist. Aber das ist tatsächlich ja so ein bisschen vorbearbeitet von ihm. Ja? Okay, also ich gebe jetzt einfach mal kurzes Vorher-Nachher nochmal. So sah das Bild vorher aus, ja, vor der Bearbeitung. Und so sieht das Bild jetzt aus. Und man sieht jetzt hier auch, ja, okay, hier ist die Sättigung auch von allen Farben schon so ein bisschen hochgedreht. Daran liegt es vielleicht auch, dass hier, dass ich gesagt habe, das Bild ist insgesamt sehr gesättigt. Also das würde ich jetzt hier einfach mal alles so ein bisschen zurückdrehen. Auch wenn die Zeit jetzt abgelaufen ist, aber das würde ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen hier alles runterdrehen, weil ich das einfach ein bisschen zu viel finde. Vielleicht nehme ich das hier sogar mal komplett so ein bisschen raus. Ja, dann sieht das Ganze nämlich gleich ein bisschen entspannter aus, wenn wir das hier nicht so doll sättigen alles. Ja. Ein kleines bisschen kann man hier das Blau noch sättigen zum Beispiel. Das Gelb würde ich nicht so sehr entsättigen, aber jetzt hat das Foto ein bisschen natürlicheren Look. Ja. Und die Luminanz, gerade bei dem Blau würde ich die Luminanz nicht runterdrehen. Ich mache das jetzt hier einfach mal noch so kurz ein bisschen, wie es mir gefällt, obwohl die 5 Minuten abgelaufen sind. Aber ich sage mal jetzt so ungefähr, so würde ich es lassen. So kann man es auf jeden Fall meiner Meinung nach bringen. Ja? Und genau, das war jetzt so das erste Bild. Und lass uns gleich zum zweiten gehen. So, wie angesprochen, Wildlife-Fotografie. Ich kann es wirklich nicht. Ja? Also ich werde das Ganze jetzt probieren. Ich werde jetzt wieder meine 5 Minuten hier auf die Uhr packen und würde sagen, los geht's. Also zuerst einmal gehe ich mal ganz nach oben. Das Ganze wurde fotografiert mit ISO 1600, 360 mm Brennweite, also auch eine sehr weite Brennweite, ne? Und Blende 6 bei der 200. Sekunde. Boah, 200. Sekunde bei 360 mm. Wahrscheinlich hattest du ein Stativ, vielleicht auch ein Einmannstativ oder so, je nachdem. Wildlife, ich kenne mich echt nicht aus mit Wildlife, ne? Wie man sowas fotografiert. Wäre mir völlig neu, keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt einfach mal in die Bearbeitung hier rein und werde mal so ein bisschen anfangen. Ich glaube, die Tiefen werde ich diesmal gar nicht hochziehen, sondern eher so ein bisschen runterdrehen, weil der Kontrast hier ist gar nicht so doll gegeben. Ich werde jetzt hier eher so ein bisschen Kontrast aufbauen, indem ich diesmal genau andersrum mache. Also die Lichter ein bisschen raufdrehe und die Tiefen ein bisschen runterdrehe, auch ein bisschen mehr Kontrast insgesamt ins Bild gebe. Die Schwarzwerte noch ein bisschen runter und die Weißwerte. Das mache ich diesmal übrigens per Augenmaß, ja, also gar nicht mit gedrückter Alt-Taste, weil das diesmal, ich finde, so ein Wildlife-Foto muss nicht technisch perfekt sein, sondern da geht es eher viel mehr darum, wie wirkt es. Ja? Also nicht falsch verstehen, das geht natürlich bei Städtefotografie genauso, aber da ist man ja eher so ein bisschen darauf bedacht, dass man diese ausgebrannten Stellen nicht hat und so weiter. Ja? Das finde ich jetzt hier einfach, ist nochmal was anderes. Ich würde vom Schnitt her noch ein bisschen was ändern. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal auf dieses 4:5 Format. Das ist ja so dieses typische Instagram-Format. Ich finde es halt oben einfach ein bisschen zu viel. Ja? Und unten kann auch noch so ein bisschen was weg. Ich denke mal, so
kann man es ungefähr lassen. Das bestätige ich mal. Ja, es gefällt mir einfach vom Ausschnitt ein bisschen besser. Ja, weil man ein bisschen mehr den Fokus auf den Katzen hat. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir als nächstes machen. Also ein bisschen Klarheit können wir noch dazu geben. Du siehst schon, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich gehe als nächstes mal in die HSL-Tabellen rein und werde den Farbton von dem Grün noch so ein bisschen weiter Richtung Gelb schieben. Ja, wenn du meine Videos verfolgst, dann hast du das wahrscheinlich schon öfter gesehen. Ich bin immer so ein Freund davon, das irgendwie so ein bisschen gelblich alles zu machen, weil ich diese Herbstfarben einfach ein bisschen mehr mag. Ja. Und dann werde ich mal hier das Ganze noch so ein bisschen vom Licht her betonen. Also die Katzen, wie ich sie jetzt mal nenne, ja, die beiden Kätzchen, die würde ich gerne noch so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen heller machen einfach, einfach um sie so ein bisschen mehr zu betonen. Schade ist, dass man hier genau diese Schattenkante drin hat, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn da direkt, es sieht so aus, als würden sie hinter einem Baum quasi gerade liegen oder stehen und von daher ist wahrscheinlich die Sonne von vorne gekommen und der Baum hat es so ein bisschen abgeschnitten. Sei es drum, das kann man halt nicht ändern, aber das ist halt hier so ein bisschen das Problem gerade. Ja. Jetzt werde ich drumherum, ich werde jetzt noch einen weiteren Radialfilter erstellen. Den werde ich diesmal draußen drumherum legen. Und den werde ich diesmal nicht umkehren. Das bedeutet, alles, was ich jetzt hier anwende, alles, was ich jetzt hier an diesen Filtern mache, wird außen um den Kreis herum angelegt. Das bedeutet, diesmal möchte ich außen herum alles ein bisschen dunkler machen. Ja, ungefähr eine halbe Blende so. Das sieht doch so schon ganz gut aus. So, jetzt gehe ich nochmal hier in den kleinen inneren Kreis rein. Den mache ich jetzt noch ein bisschen größer. Und den mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen heller. Ja, nicht zu viel. Aber ich denke, du kriegst eine Idee davon, was ich hier gerade erreichen möchte. Ja, also hier die Stelle ist schon fast zu hell, aber die Stelle hier ist noch ein bisschen zu dunkel. Aber das kann man jetzt nicht ändern. Also diese Schattenkante kriege ich in Lightroom auch nicht raus. Ne? Das ist jetzt, das kriegt man nicht komplett raus. Okay. Dann werde ich als nächstes mal noch ein bisschen weiter runtergehen in die Details, werde das Bild noch so ein bisschen nachschärfen, ungefähr meinen Standardwert von 80 hier wieder. Zoomen jetzt mal hier kurz rein, das sieht auch alles sehr gut aus. Man muss natürlich aufpassen mit ISO 1600, aber es ist am Tag fotografiert, von daher werden wir da auch nicht viel Rauschen haben. Trotz alledem werde ich das Ganze wieder so ein bisschen maskieren, dass wir den Hintergrund hier nicht zu sehr im Rauschen haben und dann sieht das doch schon ganz gut aus. So, die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Und in die Effekte gehe ich auch nochmal rein und mache hier noch so eine kleine Vignette um das Bild herum. Also noch ein bisschen weiter abdunkeln außenrum. Ne? Und so ein bisschen Dunst entfernen gebe ich auch noch mit dazu, ungefähr plus 15. Ja, das sieht doch so schon ganz gut aus. Vielleicht gehe ich auch nochmal in die Grundeinstellung rein und verändere den Weißabgleich noch so ein bisschen. Ich mache es noch so ein bisschen wärmer. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, weil die Sonne scheint den auch so ein bisschen hier ins Gesicht. Das sieht so ein bisschen nach Sonnenuntergang schon fast aus. Und das mache ich einfach jetzt so ein bisschen wärmer hier noch. Ja, ungefähr 7000 Kelvin. Ja, das sieht auch ganz cool aus. Sehr schön. Kontrast gebe ich noch ein bisschen mehr hinzu. Ein kleines bisschen drehe ich die Sättigung runter. Nur so ein ganz kleines bisschen, ungefähr minus 3. Ja, so gefällt mir das doch schon richtig gut. Ja, ich würde fast sagen, so kann man es lassen. Viel mehr kann man hier eigentlich nicht machen. Und die Zeit ist auch genau jetzt abgelaufen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal in die Vorher-Nachher-Ansicht rein. Also so sah das Bild vorher aus, unbearbeitet. So sieht es jetzt aus. Wie gesagt, ich bin kein Wildlife-Fotograf. Bitte jetzt nicht kreuzigen oder so. Das ist jetzt einfach mal so mein ganz persönlicher Geschmack, wie ich es bearbeitet hätte, ohne große Vorkenntnisse. Ich denke mal, man kann auch noch ein bisschen mehr rausholen. Wenn man in Photoshop reingeht, kriegt man diese Schattenkante hier wahrscheinlich auch noch so ein bisschen weg. Von daher muss man einfach mal gucken. Aber das waren jetzt so meine 5 Minuten unvorbereitet. Und ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen dazu hast oder vielleicht auch Anregungen, was du vielleicht anders gemacht hättest, gerade jetzt hier bei dem zweiten Foto, würde es mich natürlich sehr interessieren. Dann schreib es einfach unten in die Kommentare. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ansonsten schau mal bei meinem Online-Store vorbei. Da gibt es viele coole Videotrainings zum Thema Lightroom. Gerade auch gibt es da einen kompletten Kurs von A bis Z, ist da alles mit dabei. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.